Klar, damit ist doch alles erklärt. In Dresden wird an jedem Detail gearbeitet, egal ob vorn oder hinten. Und man darf gespannt sein, was sie sich dieses Mal haben einfallen lassen, um den Erzgebirgsfluch endlich zu besiegen. Thorsten Büschel. Auch wenn Michael Häfele erst seit 16 Monaten ein Dresdner ist, das haben sie ihm im Elbtal in den letzten Tagen oft erzählt. Der letzte Sieg der Dynamos hier im Schacht ist fast 20 Jahre her. Das Wichtigste vornweg, das heiße Sachsen-Derby. Es bleibt die ganze Zeit friedlich. Der souveräne Tabellenführer in Schwarz-Gelb über Teixeira, der viel zu viel Platz hat, in Ruhe flanken kann und Testrot findet. 19 Minuten gespielt, Dresden führt. Durch das Tor von Pascal Testrot. Teixeira ganz allein gegen Spieler Härtner. 10 Meter weg, aber liebe Auerabwehr. Schon abenteuerlich der Außenverteidiger. 15 Zentimeter kleiner. Aue in dieser Saison zu Hause noch ungeschlagen. Das Tor von Testrot. Erst der zweite Gegentreffer im heimischen Stadion. Der FC Erzgebirge, Mario Kvesic. Jean-François Kornetzki ist dran, der Franzose, die Nummer 3 der Dresdner. Beide Stammtorhüter beim Spitzenreiter mit Blaswig und Wiegers, ja nach wie vor verletzt. Dann Eckball Dresden durch eben Marvin Stefaniak. 14 Assists hat er schon, diesmal auf Nils Teixeira. Und wieder ist ein Hinterteil im Spiel. Diesmal allerdings verhindert das von Adler das Tor der Dresden. Philipp Riese setzt zum Torschuss an, wird aber eine Vorlage für Tiffers. Häfele entschärft mit dem großen Zeh den Schuss von Christian Tiffer. Dresden geht mit knapper Führung in die Pause. Der Sprung in die Mitte der zweiten Hälfte. Ecke, Rizzotto, Kornetzki. Er moniert ein Foul, war es aber nicht. Der Franzose, er packt einfach nicht richtig zu. Und Häfele schießt dann Modica den eigenen Innenverteidigerkollegen noch an. Gute Viertelstunde noch, wieder der ruhende Ball, wieder Rizzotto. Breitkreuz und jetzt ist er drin. 1-1, die Uhr hat 73 geschlagen. Steve Breitkreuz macht das Tor. Häfele zerrt ihn nach hinten. Aber die Diskussionen um einen Elfmeter erübrigen sich, denn der Ball geht ran. Plötzlich ist Dresden wieder präsent. In der Schlussviertelstunde haben sie schon 11 Tore geschossen, so viel wie Aue in der gesamten Saison. Testrot diesmal als Vorlagengeber für Lamberts. Andreas Lamberts! Ja, der Ball, er hoppelt ein wenig durch den 16er. Aber den muss er machen. Es bleibt beim 1-1 zwischen Aue und Dresden. Wir wollten natürlich unseren Fans 3 Punkte schenken. Wir wollten das Derby für uns gewinnen. Aber wenn man den Spielerverlauf anschaut, dann wäre das nicht gerechtfertigt gewesen. Es war heute so eine Art Gradmesser auch gegen die Überflieger der Liga, sage ich mal, sich zu messen. Und dort haben wir heute sehr gut abgeschnitten, denke ich. Einen Sieger gab es heute nicht im Erzgebirge. Die Serien haben also weiter Bestand.